Für die Digitalisierung sind Prozesse natürlich elementar. Erst wenn Sie Ihren Prozess kennen und Ihren Prozess optimiert haben, macht es Sinn, den auch zu digitalisieren. Die Sparda-Banken und die Sparda-Bank Hamburg sind eigentlich immer historisch geprägt durch gute Prozesse und durch schlanke Prozesse. Aber die Entwicklung in den Banken und auch bei der Sparda-Bank Hamburg geht natürlich trotzdem dahin, in den Prozessen noch besser zu werden, noch effizienter, um einfach noch mehr Geschäft in gleicher Zeit über die Bühne bringen zu können. Mit dem Projekt Prozessmanagement wollen wir erreichen, unsere Prozesse transparent zu machen für alle, um dann klar erkennen zu können, an welchen Stellen wir Verbesserungspotenziale haben, an welchen Stellen Mitarbeiter gleiche Prozesse unterschiedlich handhaben, um sie zu vereinheitlichen, um dann produktiver und schneller zu werden, indem die Prozesse verbessert werden. Wir haben bei uns im Haus Sparda Bank Hamburg eine neue Prozessplattform eingeführt, sodass konkret an den Prozessen gearbeitet werden kann, in sehr hoher Transparenz und mit großem Erfolg. Unser Digitalisierungsfahrplan sieht im Moment vor, dass wir zunächst mal die Prozesse erheben, die Prozesse messbar machen, um dann daraus abgeleitet erste Schritte in der Digitalisierung zu machen und erste Teilprozesse zu digitalisieren. Die größte Gefahr im Business Process Management ist, dass der Fachbereich das Thema nicht annimmt. Das heißt, man muss dem Fachbereich eine Möglichkeit schaffen, einfach zentral an seine Prozesse ranzukommen. Uns war es an dieser Stelle sehr wichtig, eine Prozessplattform zu finden, wo jeder Mitarbeiter einen Zugriff hat über einen Standard-Webbrowser auf seine eigenen Prozesse. Und dieser Zugang musste ziemlich einfach gestaltet, er musste schnell an seine Prozesse rankommen. Wir haben wirklich auch das Wort sexy dafür benutzt. iGraphics hat eine ganz tolle Eigenschaft, dass wir hier eine ganzheitliche Lösung geboten bekommen. Das heißt, dass wir nicht nur ein Bild haben in Form eines Prozesses, sondern wir haben hier beispielsweise auch Softwareanwendungen als Vernetzung mit dranhängen oder Arbeitsanweisungen, wo der Mitarbeiter raufklicken kann und direkt aus dem Prozess beispielsweise in die Arbeitsanweisung verlinkt wird. Die Mitarbeiter waren erstmal sehr zurückhaltend und sind davon ausgegangen, dass wir bunte Bilder malen. Aber als sie dann das erste Mal ihren Prozess gesehen haben und gemerkt haben, okay, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, war eine ganz andere Einstellung da. Dann kamen nämlich Diskussionen auf und wurde gesagt, und da wurde sehr schnell der Mehrwert eines Modells erkannt. Es ist uns gelungen, einen Großteil der Prozessverantwortlichen für das Thema zu begeistern, dass sie das Thema selber mitgetragen haben und nach vorne gebracht haben. Mein Eindruck zum Prozessmanagement ist, dass es bei den Mitarbeitern hervorragend ankommt. Weil die Mitarbeiter schon bei der Erhebung der Prozesse feststellen, dass Dinge unterschiedlich gemacht werden und wo Verbesserungspotenziale liegen. Und die Resonanz aller beteiligten Mitarbeiter war tatsächlich bis heute einfach nur sehr gut. Ich kann Prozessmanagement ganz gerne mal an einem Beispiel kurz erläutern, wie wir es in unserer Kreditabteilung gemacht haben. Da haben wir die Prozesse marktseitig und marktfolgeseitig komplett aufgenommen, haben danach Schwachstellenanalysen betrieben und haben danach im Projekt entschieden, welche drei Kernprozesse wir konkret verbessern wollen, und daran arbeiten wir zurzeit. Aktuell haben wir das Business Process Management vollständig implementiert und wir planen eine End-to-End-Betrachtung der Prozesse. Da wir derzeit Teilprozesse haben, ist es jetzt unsere Herausforderung, diese miteinander zu verknüpfen. Außerdem wollen wir uns mit der Prozessautomatisierung weiterhin beschäftigen, wo wir ein Proof of Concept letztes Jahr gestartet haben. Wir haben bei der Sparda Bank jetzt die Situation, dass wir über die Plattform Prozessmanagement bei allen Mitarbeitern eine totale Transparenz über die Prozesse haben, beim Azubi angefangen, und dass wir über die Plattform auch unserem Aufsichtsrat eine Transparenz über unsere Prozesse geben können.